Vor circa einem Jahr hat Prosa den MK4 als Nachfolger des sehr erfolgreichen MK3S vorgestellt und ich habe seitdem damit gearbeitet. In diesem Video möchte ich meine Langzeiterfahrung mit euch teilen und darauf eingehen, was sich über die Zeit verbessert hat. Außerdem zeige ich euch, wie ihr beim Kauf eines Mark IVs kostenlose Prosa-Meter dazu erhalten könnt und was realistisch mit den nächsten Upgrades zu erwarten ist. Es wird also mal wieder spannend hier bei Jantec. Kurz für den Überblick, der Prosa MK4 wurde am 29. März 2023 von Prosa mit einem Video auf YouTube vorgestellt. Darin wurden die neuesten, wichtigsten Features gezeigt und man hat eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es so dem Trend von schnellen Druckern folgen soll. Also es sind viele Schlagworte wie Input Shaping gefallen, dann aber eben auch weiterhin die hohe Benutzerfreundlichkeit, aber auch Dinge wie Open Source, Reparierbarkeit und Upgradebarkeit. Und zu dem Punkt vielleicht nochmal, es wurden direkt schon die Upgrades MK3S, 3S Plus zu MK3,5, 3,9 und eben MK4 mit vorgestellt. Man konnte sie zwar auch noch nicht direkt bestellen, aber es wurde eben zugesichert, dass es weiterhin wie die letzten Jahre auch schon Upgrades geben wird. Was ich so auf Twitter und so mitbekommen habe, waren manche Personen etwas enttäuscht, dass es kein KOXY-Drucker geworden ist, weil das natürlich auch, wenn man in Speedprinting geht, eine sehr häufig gewählte Option ist. Aber ich kann dazu direkt sagen, dass ich total verstehen kann, dass der Mark IV so geblieben ist, denn das ist einfach das bewährteste System auf dem Markt. Also der MK3 hat 6 Jahre lang oder sogar länger einfach bewiesen, dass diese Art von Hardware-Konstellation zuverlässig ist und deswegen ist eben Prosa auch bei diesem Rahmendesign, bei dieser Grundkonstruktion und Kinematik geblieben, was wahrscheinlich auch in dem Bezug Sinn macht. Nun mal eine kleine Timeline von Release bis heute, was ziemlich genau ein Jahr ist. Zunächst wurden nur aufgebaute Geräte verkauft und ausgeliefert, also direkt nach Release. Und ich hatte zu der Zeit das Glück, gerade mein Praktikum bei Stefan von CNC Kitchen gemacht zu haben. Und da kam dann der Drucker an, ich durfte den auspacken, in Betrieb nehmen. Und da wurde für mich auch klar, dass ich den eigentlich auch gerne hätte, aber als Kit. Also habe ich gewartet und den dann am 12. April als Prosa MK4 Bausatz bei Prosa bestellt. Geliefert wurde er am 21. Juni. Und ich habe ihn dann auch direkt aufgebaut, alles übrigens auch hier auf YouTube dokumentiert und seitdem fast täglich mit dem Gerät gearbeitet. Und worauf ich jetzt kurz eingehen will, ist, was Prosa über diese Zeit so gemacht hat. Denn eines muss man eben sagen, die Firmware war am Anfang noch nicht ganz fertig und noch nicht perfekt. Zum Beispiel gab es das versprochene Input Shaping ganz am Anfang noch gar nicht in der Firmware, beziehungsweise es war noch nicht ausreichend genug getestet. Auch so ein paar normale Features, die man vorher vom Prosa vielleicht gewohnt war, wie Crash Detection und so weiter, waren da noch nicht implementiert. Und das hat man dann eben alles über die Zeit gemacht. Und ich habe jetzt auch mal im Changelog geguckt. Letztendlich hat man monatlich mindestens ein Firmware-Update rausgebracht. Und dann kamen eben relativ schnell Input-Shaping, auch so ein paar Sicherheitsgeschichten, wie zum Beispiel, dass auch MK3-G-Codes mit dem MK4 kompatibel gemacht wurden. Das ging anfangs nicht und dann haben manche Leute da irgendwie falsch gesliced für den MK3 und dann ist die Düse in das Bett reingecrashed. Wieso auch immer es passiert, aber egal, auf jeden Fall hat man dann solche Sachen hinzugefügt und eben das, die ganze Nutzer-Experience nochmal etwas ausgebessert. Eine Sache, die ich noch konkret nennen wollte, ist auch das Instant-Printing-Feature, was mit der Zeit dazu kam. Und dafür sollte man vielleicht sagen, dass wenn man vorher über WLAN die G-Codes an den Drucker geschickt hat, das teilweise mehrere Minuten gedauert hat. Und dann hat man eben zum einen ein leichteres G-Code-Format eingeführt und zum anderen auch noch das Instant-Printing-Feature, was ein Teil der Daten, einen kleinen Teil, der zum Starten des Druckers reicht, schnell übermittelt, schnell auf den USB-Stick schreibt, dass das Gerät anfängt mit der Kalibrierung, dem Leveln und dann dem Drucken und dann währenddem, also während der Drucker schon angefangen hat, der ganze Rest eben noch übertragen und auf den USB-Stick geschrieben wird, damit man eben diese Wartezeit verringert und das funktioniert auch ziemlich gut. Und dann wurden eben, wie es man von Prosa gewohnt ist, noch so kleine Add-ons wie zum Beispiel das Nozzle Replacement Tool mit der Zeit vorgestellt, mit dem man dann schneller die Düse wechseln kann. Also so kleinere Geschichten.
nun zu meiner Langzeiterfahrung über fast ein Jahr. Der Drucker hat hier stets zuverlässig gedruckt. Ich hatte keine Probleme, erst recht nicht mit der Hardware. Dazu muss man halt auch sagen, es ist halt die bewährte Hardware vom Mark III in nochmal etwas verbessert. Aber die ganze Mechanik und auch die Motoren im Grunde haben sich ja nicht verändert. Und das ist auch gut so, denn hier hat man ja schließlich ein System, was sehr gut funktioniert. Und warum sollte man das denn auch ändern? Von daher, hardware-technisch keine Probleme, auch keine Defekte. Und ich mache mir auch keine Sorgen, dass, wenn da mal welche auftreten, man die nicht leicht fixen kann. Firmware, wie schon erwähnt, war nicht ganz so gut. Also es haben schon ein paar Features gefehlt, gerade am Anfang des Input-Shaping. Und dann hatte ich auch manchmal das Problem, oder einmal genauer gesagt, dass nach dem Firmware-Update der Selbsttest gefehlt ist. Da könnte man ja denken, dass man irgendein mechanisches Problem hat. Der Drucker hat aber so wie vor dem Update auch tadellos gedruckt, weswegen ich da eher davon ausgehe, dass das auch manche Firmware-Probleme waren. Die ist jetzt aber in einem ziemlich stabilen und guten Stand und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter verbessert und mit noch weiteren Features ausgestattet. Über die Zeit habe ich auch so ziemlich jedes Material, was zumindest für die allermeisten Leute interessant ist, ausprobiert. Von den Standards PLA, PETG, ABS, ASA und TPU, was sehr gut funktioniert hat. Auch industrieähnliche Materialien wie PP, PPCF, Olefin, PA, PA6, PA12, PACF und noch ein paar weitere Industriematerialien. Und es lief alles problemlos. Also ich hatte hier auch keine Druckfails oder irgendwelche Probleme mit Temperaturen und so weiter. Das läuft alles mit diesem System super. Auch habe ich viele verschiedene Bauteile gedruckt in den verschiedenen Materialien, von feinen, detaillierten Teilen, Ersatzteilen, auch Kleinserien, Produktionen, große Drucke, lange Drucke, über 20 Stunden, ging alles problemlos. Und der Drucker druckt bei mir auch über Nacht, da er eben relativ leise ist. Also hier habe ich eigentlich nur gute Erfahrung. Und wenn du daran interessiert bist, selbst ein Gerät von Prusa zu kaufen, dann habe ich einen kleinen Deal für dich. Denn neuerdings wurde das P2P-Programm von Prusa eingeführt, womit eben Prusa-Nutzer neue Prusa-Nutzer werben können. Und beide bekommen am Ende Prusameter. Und Prusameter ist im Grunde die Währung für Filamente, Gutscheine und sogar ganze Drucker. Und du kannst eben jetzt mit dem Kauf deines ersten Prusa-Druckers bis zu 200 Prusameter obendrauf geschenkt bekommen, wenn du den Code Jantec am Ende eingibst. Du findest aber auch alle Links in der Videobeschreibung und das unterstützt mich eben auch wiederum, da ich dann auch wieder Prusameter bekomme. Wenn du schon einen Prusa besitzt und dennoch da ab und zu einkaufst, kannst du das gern über meinen Affiliate-Link tun. Dann hast du keine Mehrkosten und unterstützt dennoch mich und meinen Kanal, da ich eben eine kleine Provision abbekomme. Wenn ihr das möchtet, alle könnt ihr das gerne machen, würde mich zumindest sehr freuen. Nun aber zu den Vor- und Nachteilen vom Prusa MK4. Vorteile, ich sag mal so, der Grund, warum ich den Drucker wieder kaufen würde, wären die teilweise auch schon erwähnte Zuverlässigkeit, hohe Materialkompatibilität, auch im Zusammenhang mit der First Layer Calibration. Das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber man kann die Sheets, auf die gedruckt wird, einfach ständig wechseln. Also der Drucker merkt das ja gar nicht, sondern er tastet ja sowieso jedes Mal das Sheet mit der Düse neu ab und stellt dann demnach den Z-Offset ein. Und das ist ziemlich cool, wenn man verschiedene Materialien ausprobieren will, weil man dann zum Beispiel auch auf Kunststoffe drucken könnte, wenn das zum Beispiel mal besser funktioniert. Also ich bin da auch noch so ein bisschen am Experimentieren mit POM-Filament und das kann man dann zum Beispiel auch einfach auf eine POM-Platte drucken, wenn es denn haftet. Und das zum Experimentieren finde ich super. Das ging mit einem induktiven Sensor nie so gut. Und eine weitere Sache sind dann zum Beispiel auch Unterlagen mit Textur. Ich habe hier zum Beispiel sowas, was auf eine Carbonfläche gedruckt wird und dann eben dieses komplette Carbonmuster in die Druckunterseite eingeprägt bekommt. Und das sind einfach so nette Spielereien, die da mir auch sehr gut gefallen und auch häufig helfen. Auch das leise Drucken ist einfach gut. Denn gerade wenn ich über Nacht drucke, wo vielleicht auch Zeit nicht so relevant ist, dann nehme ich einfach ein bisschen langsameres Druckprofil. Dann ist der super leise und auch mein einziger Drucker, den ich hier über Nacht laufen habe. Mit dem Redrick würde ich das zum Beispiel so ehrlich gesagt nicht machen. Auch gefällt mir das schnelle Drucken. Ich produziere immer mal wieder Prototypen, die auch von der Oberfläche nicht perfekt sein müssen. Einfach mit dem Input-Shaper-Profil und da ist man wirklich
viel schneller als vorher mit dem Mark III unterwegs. Auch ist ein Vorteil für mich eben die Upgradebarkeit und eben der langfristige Support von einem Unternehmen aus der EU. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kompliziert und so weiter, aber ich meine es wirklich ernst, denn beim Mark III hat man es schon gesehen, man bekommt immer noch eigentlich alle Ersatzteile direkt aus Prag oder auch aus anderen Shops hierher geliefert für einen Drucker, der schon 6 Jahre alt ist und kann den einfach super am Laufen haben. Und so sehe ich das beim Mark IV auch und denke mir auch, dass wenn bald eine neuere Version erscheint, wie zum Beispiel ein MK4S, man den einfach für 20, 30 Euro oder so wieder umbauen kann. Dann hat man die aktuellste Version, immer die aktuellste Firmware und das überzeugt mich halt auch schon seit Jahren bei Prusa-Geräten. Es gibt aber auch Dinge, die ich mir noch wünschen würde, beziehungsweise die ich bei dem Gerät hier anders gemacht hätte. Zum einen sind das die Düsen. Prusa hat ein eigenes System, das hängt mit dem Nextruder zusammen und im Grunde ist es auch ein Schnellwechselsystem. Also man kann die Düsen da auch relativ gut und unkompliziert wechseln, weil die eben mit dem Heatbreak hier verbunden sind. Aber es geht in meinen Augen längst nicht so schnell und längst nicht so komfortabel wie mit den E3D Revo-Düsen. Und die Revo-Düsen sind ja jetzt auch schon ein etabliertes System und ich persönlich finde die einfach besser. Ich finde, das ist ein wirklich komfortabler Düsenwechsel und dadurch, dass dieses System eben jetzt so weit verbreitet ist, gibt es halt auch schon diverse andere Düsen von großen Durchmessern hin zu den High-Flow-Düsen, gehärteten Obsidian-Düsen und auch schon Diamant-Düsen und ich denke, tendenziell werden da auch noch mal mehr kommen und für Prusa ist es natürlich viel schwieriger, da mitzuhalten und schnell diese ganzen Düsen auch für den Extruder zu machen. Deswegen fände ich hier das Revo-System eigentlich sehr angebracht. Ihr könnt mir ja mal dazu schreiben, was ihr davon haltet, aber das hätte ich persönlich an der Stelle anders gemacht. Außerdem finde ich den Lieferumfang für das Jahr 2024 nicht mehr ganz angebracht. Klar, Lieferumfang hängt vom Preis ab und über den will ich mich gar nicht beschweren. Ich finde, der Preis für das Gerät ist völlig in Ordnung. Man bekommt ein wirklich zuverlässiges, gutes Gerät, für was man bezahlt. Egal. Aber ich finde, es macht nicht so wirklich Sinn, da noch eine Messingdüse mitzuschicken, beziehungsweise nur eine Messingdüse mitzuschicken. Und man könnte gleich eine gehärtete Obsidian-Düse einbauen, denn da ist kein großer Unterschied zur Messingdüse, bis auf dass sie eben für abrasive Filamente geeignet ist. Und immer mehr Leute drucken mit abrasiven Filamenten, sei es Glow-in-the-Dark, Carbonfaser-PLA oder auch technischere Filamente mit Carbon- oder Glasfasern. Und dann upgraden am Ende fast alle auf eine Obsidian-Düse. Und dann könnte man ja auch für eine minimale Preisdifferenz einfach direkt eine einbauen, bevor alle Leute sich diese Messingdüse da wieder rausholen und dann nicht benutzen. Das finde ich, könnte man heutzutage so als Standard machen. Der nächste Punkt ist die Silikonsocke, auch wenn es alles letztendlich kleine Sachen sind, aber die kostet vielleicht ein paar Cent und die könnte man auch direkt beilegen, denn jeden, den ich kenne, der kauft die sich dann danach dazu in einem Dreierpack oder so für 10, 15 Euro bei Amazon, könnte man halt auch direkt mit im Kit anbieten und sich vielleicht dafür einfach so ein paar Standardwerkzeuge sparen, die dann eher am Ende jeder liegen hat. Auch dass standardmäßig das glatte Sheet mitgeschickt wird, kann ich nicht so ganz verstehen, denn ich mag die glatten Sheets nicht. Also ich benutze die eigentlich nie und habe mir dann überall so texturierte oder satinierte Sheets geholt. Und auch da könnte man ja einfach beim Bestellen die Option geben, welches Sheet man da haben will, statt dem glatten. Also das sind so Kleinigkeiten, die man halt machen könnte. Und auch was das Enclosure angeht, von originaler Seite her, finde ich, könnte man noch etwas nacharbeiten. Ich finde das originale Enclosure gut. Ich habe das hier im Einsatz. Es hat sehr tolle Features, also Feuerlöschsystem, Filter, Licht, alles sehr gut gemacht. Aber ich finde, der Drucker passt nicht so zu 100% da rein. Also optisch vielleicht schon, aber wenn man mich fragt, meint man vielleicht erstmal gar nicht, dass das von denselben Leuten entwickelt wurde, die auch den Drucker gebaut haben. Denn der wird da so kompliziert rein verbastelt, dass man den da kaum noch rausbekommt. Und das ist ja gerade für Wartung und Reparaturzwecke dann wirklich ungünstig. Auch jetzt, wo ich den hier rausgebaut habe, hat wieder eine halbe Stunde oder so gedauert und das Netzteil liegt jetzt noch daneben. Ich denke, da könnte man wirklich auf lange Sicht einfach eine viel schönere Lösung machen, dass man das Netzteil da irgendwie magnetisch einfach so ein bisschen zur Seite an das Enclosure bringt und nicht ganz hinten rauslegen muss. Und so Sachen würde ich mir einfach wünschen und hoffe zumindest, dass für den XL ein schöner integriertes Enclosure kommt.
Nur noch so ein paar Sachen, die realistisch in den nächsten Monaten oder Jahren zu erwarten sind. Zum einen ist das, was für mich eigentlich relativ klar ist und auf der Hand liegt, Touch, denn wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, ist das Display touchfähig, aber es ist halt noch nicht in der Firmware implementiert und ich denke, das kommt auf jeden Fall. Ich selbst finde es zwar super unnötig, ich bräuchte da gar keinen Touch, denn die Bedienung mit dem Drehrad oder eben gleich über ProsaLink und Connect Online, dazu gibt es auch bald nochmal ein Video, reicht für mich völlig aus, da braucht man auch keinen Touch auf so einem kleinen Display. Aber für die Leute, die es wünschen und dadurch, dass das am Ende wohl nur Firmware ist, wie ich das verstanden habe, kann man das ruhig noch einfügen und ich denke, das kommt ziemlich bald. Und dann gibt es so ein paar Spekulationen und als ich mir dazu Gedanken gemacht habe, habe ich mir überlegt, schaue ich mir einfach mal das Board an, was im Mark IV zum Einsatz kommt. Das ist das X-Body Board. Ich habe euch auch soweite Details, die ich dazu finden konnte, in der Videobeschreibung verlinkt. Und da sind eben noch ein paar ungenutzte Ports dabei, die wahrscheinlich bei einem möglichen MK4S oder Plus Upgrade vielleicht Verwendung bekommen. Und wie gesagt, das ist reine Spekulation von meiner Seite, da ist nichts offiziell bestätigt. Aber wenn ihr mich fragt, kommt bald ein 4S Upgrade Kit, wo ein Beschleunigungssensor an das Board angeschlossen wird. Dafür ist der Port direkt schon da und dann kann man eben echtes Input-Shaping machen. Ja, was man bedenken sollte, ist, dass die aktuellen Input-Shaper-Werte von Prosa irgendwie ermittelt wurden. Das werden zwar ganz gute Mittelwerte sein, die funktionieren auch bei mir hier ganz gut, aber je nachdem, auf welcher Oberfläche der Drucker steht, wie der aufgebaut ist und vielleicht eben auch an welcher Location, das weiß ich nicht genau, hat das eben aber alles Einflüsse auf die tatsächlichen Vibrationen in diesem ganzen System. Und deswegen ist natürlich echtes Input-Shaping mit Beschleunigungssensor immer ein bisschen besser. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass hier bald am Nextruder und am Druckbett eben so ein Sensor angeschlossen werden kann und man dann echtes Input-Shaping hat. Außerdem gibt es einen weiteren freien Port für einen Temperatursensor. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel die Umgebungstemperatur überwachen kann und der Drucker einen vielleicht ganz simpel warnen kann, wenn es außenrum zu kalt ist oder man Temperaturschwankungen außenrum hat oder man vielleicht sogar, wenn man noch einen Schritt weiter geht, auch einen Enclosure beheizen oder zumindest belüften könnte, um da eine konstante Temperatur am Bauraum zu halten. Das könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es generell weitere Ports mit I2C. Und ich nehme einfach an, dass hier vielleicht auch bald einfach so eine Zusatzplatine kommen könnte, um eben noch wesentlich mehr Sensoren und Eingabegeräte anzuschließen. Was genau das ist, da will ich jetzt nicht weiter spekulieren. Könnt ihr gerne in den Kommentaren fortführen. Auch MMU3 lässt sich natürlich am MK4 anschließen. Ich bin gerade nicht sicher, ob sie schon ausgeliefert wurde, war die ganze Zeit noch so auf Vorbestellung und in der Entwicklung und wird jetzt wahrscheinlich für den Mark IV auch verfügbar und dann kann man eben auch mit 5 Farben Multimaterial-Druck machen. Noch ein Thema ist, dass man wahrscheinlich bald die Upgrades für das Enclosure, was ich zumindest sagen würde, an das X-Body-Board direkt anschließt. Denn aktuell hat man da eine zweite Elektronik, die eben Licht und Filter steuert. Und das ist ja eigentlich super unnötig. Man hat hier so ein schönes Display mit Farb, hoher Auflösung, vielleicht sogar Touch. Und dann packt man sich da eine zweite Platine nebendran, um mit so Tastern Licht ein- und aus und Filter ein- und auszuschalten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man diese zwei Sachen bald direkt an den Drucker anschließt, sich dann die zusätzliche Elektronik und auch Kabelführung spart und dann einfach übers Display und über die Web-Oberfläche, also ProsaLink und ProsaConnect, auch diese Sachen im Enclosure steuern kann. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich sinnvoll und ein logischer Schritt, da dann eben auch das Licht von der Ferne ausschalten zu können, wenn man dann schon alles andere bedienen kann. Das könnte ich mir also gut vorstellen. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und vielleicht auch bei eurer Entscheidung geholfen, ob ihr euch den Mark IV holt. Weitere Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr selbst so einen Drucker habt und eure Erfahrungen teilen möchtet, würde es mich sehr freuen, davon in den Kommentaren zu hören. Natürlich auch Negatives ist immer auch willkommen. Und vergesst nicht zu abonnieren, das Video mit euren Freunden zu teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Jantech.